Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr habt es bestimmt schon längst mitbekommen, dass mittlerweile die belgische Staatsanwaltschaft die Immunität des EU-Abgeordneten Marc Tarabella aufgehoben hat. Damit ist Marc Tarabella, der belgische Politiker, der zweite EU-Beamte, dem Geldwäsche, Korruption und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen wird, genauso wie der griechischen Eva Kaili, der stellvertretenden Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Was ebenfalls viele vielleicht nicht ganz so wahrgenommen haben, ist die Tatsache, dass auch der Chef einer Nichtregierungsorganisation, also der Chef einer NGO, in diesen ganzen Skandalen verwickelt ist. Und zwar handelt es sich hier um Nicolo Frigia Talamanca. Er ist, wie gesagt, der Chef der NGO No Peace Without Justice, also kein Friede ohne Gerechtigkeit. Und diese NGO hat in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Zuwendungen von dem EU-Parlament erhalten. Ich möchte heute eher mal der Frage nachgehen, wie kann es denn sein, dass EU-Abgeordnete oder stellvertretende Vizepräsidenten tatsächlich korrumpierbar sind? Trifft es wirklich zu, was Machiavelli immer schon vor langer, langer Zeit gesagt hat, jeder Mensch ist käuflich, es ist alles nur eine Frage des Geldes. Ich denke mir mal, interessanterweise scheint eher Macht das Thema zu sein, weshalb Menschen korrumpierbar sind. Nun aber die Frage, was verdienen denn eigentlich EU-Beamte, dass sie vielleicht doch Gelder annehmen? Marc Tarabella wird zum Beispiel vorgeworfen, dass er 120.000 bis 140.000 Euro in bar erhalten haben soll, um damit im EU-Parlament zugunsten von Katar und auch Marokko seine Stimme einzubringen. Wir gucken uns mal an, was sie jetzt halt eben verdienen. Es gab ja im letzten Jahr relativ Aufruhr in der Öffentlichkeit, weil das EU-Parlament beschlossen hat, dass sich die Herrschaften doch ein bisschen mehr Geld auszahlen müssen wegen der Inflation. Das heißt, die Bezüge wurden um 8,5% angehoben. Für eine EU-Kommissarin bedeutete dies, dass sie nunmehr 25.475 Euro pro Monat erhält. Ein einfacher EU-Abgeordneter wie unser Marc Tarabella, der erhielt summa summarum nun 10.495 Euro. Wenn ihr jetzt allerdings denkt, dass er davon alle Reisen hätte bestreiten müssen, weit gefehlt. Also gegen die Vorlage eines Bahntickets oder Flugtickets bekommt man natürlich das Geld mittlerweile zurück. Gut, dass man mittlerweile das Ticket vorlegen muss, das war ja nicht immer so. Und natürlich Business Class. Wenn die Herrschaften dann in Brüssel bzw. in Straßburg an den Parlamentsverhandlungen teilnehmen, bekommen sie pro Tag nochmal eine Pauschale von 338 Euro. Dieses dient wirklich nur dazu, dass sie halt eben irgendwo schlafen und halt eben ordentlich essen und trinken. Wenn man sich den Herrn Tarabella anschaut, wird er wohl vielleicht gar nicht mit 338 Euro ausgekommen sein. Ne? Wer weiß. Was können die noch? Was bekommen die noch? Die Herrschaften bekommen also noch zusätzlich monatlich, ich muss es ablesen, man glaubt es ja kaum, 4.778 Euro für ihre eigenen Büros. Ne, jeder EU-Abgeordnete unterhält natürlich auch noch sein eigenes Büro. Also auch das kriegt er zusätzlich noch dazu, damit er davon eine Sekretärin bezahlt, die Miete, Telefon, bla bla bla, was auch immer. Und was gibt es noch? Wenn er Ausgaben für seine medizinische Untersuchung etc. pp. Halt eben hat, bekommt er von der EU ebenfalls zwei Drittel wieder zurückerstattet. Ich finde, das ist schon eine ganze Menge. Und natürlich können alle EU-Abgeordnete in Brüssel und in Straßburg Dienstfahrzeuge nutzen, kostenlos. Und auch die Büros, sowohl in Brüssel als auch in Straßburg, stehen ihnen natürlich kostenlos zur Verfügung. Also, wir halten mal kurz fest: die 10.475 Euro sind wirklich fürs normale Leben gedacht, also für die privaten Lebenshaltungskosten. Das ist nicht wirklich so wenig, oder? Ich weiß es nicht. Und dann, wenn sie ausscheiden, was passiert denn dann? Dann kriegen die Herrschaften fürs Nichtstun
pro Jahr, in dem sie ein Mandat gehabt haben, ein Monatsgehalt. Das Ganze ist allerdings begrenzt auf 2 Jahre. Also 2 Jahre bekommst du halt eben Geld fürs Nichtstun. Finde ich irgendwie total klasse. Also wenn ich irgendwo ausscheide aus einem Unternehmen als Angestellte, kriege ich nichts. Ne? Ich kann, wenn ich keinen Job habe, kann ich dann halt eben zur Arbeitsagentur gehen oder zum Jobcenter. So ist es halt. Aber bei den EU-Parlamentariern muss man ja ein bisschen nachsichtig sein. Denn viele werden vielleicht von euch jetzt sagen, ja, pass mal auf, wenn diese Menschen doch in die freie Wirtschaft gegangen wären, dann würden sie ja vielleicht dort viel mehr Geld verdient haben können. Das kann schon sein. Aber hey, man entscheidet sich doch für diesen Weg. Oder liege ich da falsch? Also jeder, der in die Politik geht, weiß, dass er nicht ein Top-Manager-Gehalt bekommen kann. Nichtsdestotrotz, scheinbar reicht das Geld hinten und vorne nicht, weshalb man dann gerne nochmal so ein bisschen Geld im Bar natürlich beziehen möchte von den Verantwortlichen von Katar oder Marokko. Ne? Und dann stimmt man halt eben ein bisschen sehr positiv für diese Länder zum Beispiel. So, hier nun einiges über die Person Marc Tarabella. Seine Vorfahren kamen aus Italien, deswegen auch dieser Familienname. Er selbst ist in Belgien geboren, 1963, und er hat ein ordentliches Soziologiestudium abgeschlossen. Nach seinem Studium der Soziologie war er Kundenberater bei einer belgischen Sparkasse. Also inwieweit man während solch eines Soziologiestudiums genügend wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse und Fähigkeiten erwirbt, um anschließend in einer Sparkasse als Kundenberater zu arbeiten, das mag bitte jeder selbst für sich entscheiden. Er war bis zu seiner Verhaftung Bürgermeister der belgischen Stadt Antisnes, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, und Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion. Interessanterweise trat er im Jahr 2021 der italienischen Linkspartei auch bei. Warum, weshalb, keine Ahnung. Ne? Vielleicht ist das irgendwo im Zusammenhang mit dieser kriminellen Vereinigung zu sehen. Und ich habe natürlich auch versucht, so einiges Private über Herrn Tarabella zu erfahren. Relativ viel recherchiert im Netz. Was habe ich gefunden? Nichts. Gar nichts. Und wenn man nichts findet, dann ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass man sich so das ein oder andere ausdenkt. Hat er vielleicht sehr viele uneheliche Kinder, wo er Unterhalt für bezahlen muss? Oder hat er 1, 2, 3, 4 Ehefrauen verschlissen, denen er ebenfalls Unterhalt zahlen muss? Wer weiß es? Keine Ahnung. Was ist der Grund, weshalb er tatsächlich so korrumpierbar gewesen ist? Also ich meine, für 140.000 Euro so eine politische Karriere aufs Spiel zu setzen und dann möglicherweise auch noch irgendwann verurteilt zu werden, damit ist doch wirklich alles vorbei. Und im Übrigen, solltet ihr irgendetwas Privates über Marc Tarabella herausfinden, bitte unbedingt unten in die Kommentare. Ich bin natürlich auch sehr, sehr neugierig, ist doch klar. Also ich freue mich sehr über eure Kommentare und wenn ihr wollt, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Das war es jetzt erstmal für heute und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Und wir sehen uns hoffentlich recht bald wieder. Tschüss, eure Lil.